Alle Cams laufen. Ich clap mal. Dann droppe ich genau jetzt einen Beat. Und der geht so. Und dann sage ich, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Ich habe heute einen wahnsinnigen Wortschmied dabei, einen sehr intelligenten, engagierten jungen Künstler, einen Brillant, einen Diamant des Deutschrap, der strahlt, aber auf den noch nicht so viele Augen gefallen sind, wie ich gerne würde. Deshalb bin ich sehr froh, dass er heute hier ist, ein echter Berliner Jung. Es ist Ame Wu, meine Damen und Herren. Was geht ab, Bro? Freut mich, hier zu sein. Ja, Mann, schön, dass du hier bist. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und ich bin zu spät auf dich aufmerksam geworden, definitiv erst durch das Live-MCs-Projekt so richtig auf den Schirm bekommen und war so, oh Gott, wieso kann der Typ so krass spitten, so, wo kommt der her? Dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, so mal irgendwie bei so einem Megalo-Konzert oder so mal so oberflächlich irgendwie Hallo gesagt. Ja. Und dann letztes Jahr hatten wir einen Tag, da hatte ich dich eingeladen in ein Studio hier in Berlin. Genau. Und ich hatte einen Song geschrieben, der inspiriert war von einem Tag, an dem du auch da warst. An dem Tag, wo wir zusammen im Kieler Landtag, im Schleswig-Holsteiner Landtag waren. Und du hast da eine Performance gehabt und ich war ein Teil einer Talkrunde. Und da habe ich diesen Song irgendwie danach geschrieben und hatte so das Gefühl, er ist irgendwie noch nicht ganz finished. Und ich brauche noch so eine Perspektive oder jemand, mit dem ich über das Thema reflektieren kann. Dann habe ich dich ins Studio eingeladen, dann hatten wir super nices Gespräch darüber und da hast du mir auch viel erzählt, wie so deine Karriere bisher verlaufen ist. Ja. Und was mir einfach am meisten hängen geblieben ist in dieser Zeit, wo alles so super schnelllebig ist, wo jeder so gehetzt ist und Projekt nach Projekt macht. Du hast gesagt, das war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres vielleicht, so, ich habe seit 7 Jahren nichts mehr rausgebracht. Ich so, Dicker, wovon lebst du? Ja, ich habe Auftritte, Live-MC, das ist wirklich so, wovon ich lebe. Ich so, wow, okay, das ist ja crazy. Dann haben wir uns ein paar Monate später bei der Juju Rogers Release-Party wieder getroffen. Ja. Da hast du dann gesagt, du hast einen Song released. Ich so, ja, Bro, ich habe es mitgekommen und sogar noch ein Feature bei meinem Homie Horst. So, das ist dann ja schon, it's getting busy again. Ja, deshalb, also meine erste Frage ist eigentlich, ist es einfach nur deine Persönlichkeit, die so entspannt ist, dass du so entschleunigt in so einer hektischen Zeit daran gehst und irgendwie das für dich funktioniert? Oder welche Umstände haben dazu geführt, dass du, weißt du, dass, yeah. Weil ich habe eben mit so vielen Rappern geredet, in so vielen unterschiedlichen Positionen, Situationen und sowas habe ich einfach noch nie gehört und ich war höchst fasziniert davon. So. Und ich finde es eben ein geiles Manifest oder Testament deiner, so wie du als Künstler bist, die ist diese Kunst super wichtig, das hört man bei jedem Verse, den du rappst, so dass du das nie irgendwas mal kurz runtergeschrieben so. Und ja, also ich habe auch alles, was ich von dir gehört habe, war eben immer nur gut, so, weißt du, dadurch vielleicht auch, dass dein Katalog nicht so riesig ist, du hast eben nicht 12 Alben, wo man irgendwie eine Ausfallphase da war, aber genau, eigentlich so, wieso bist du so, wie du bist, ist meine erste Frage. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus mehreren Dingen, also ich denke, so eine gewisse Entspanntheit hat auf jeden Fall dazu beigetragen und dann aber auch voll der Anspruch so, also weil genau wie du sagst, hätte ich einen viel größeren Katalog. Mhm. Klar ist die Wahrscheinlichkeit, dass da dann Ausfälle dabei sind und ich schnell irgendwas runtergeschrieben habe, ist dann natürlich sehr viel größer. Viel auch so persönlicher Struggle einfach, wo ich dann Prioritäten gesetzt habe, so, weil für mich einfach Privatleben. Mich war es so, wenn ich mir dann vorgestellt hätte, okay, ich werde da so reingezogen und dann läuft die Karriere einfach und dann ist da die Anfrage und dann muss ich hier funktionieren und da funktionieren, so, dann hätte ich, glaube ich, auf bestimmte Sachen nicht wirklich Acht geben können. Ja. So. Und dann habe ich halt auch, ich war halt immer so sehr Anti-Industrie, auch am Anfang wirklich so richtig Anti-Geld verdienen. Also ich musste mich da überhaupt erstmal rantasten, dass es okay ist, Geld zu verdienen. Und habe auch irgendwann wirklich gemerkt, dass es ein Privileg ist, so eine Einstellung Geld gegenüber zu haben. Total, weil wenn du wirklich darauf angewiesen bist, so dass du Geld machen musst, um irgendwie Essen auf den Tisch zu bekommen oder ein Dach über den Kopf zu haben, so, also was ich ja teilweise machen muss, aber halt nicht, die Umstände sind nicht so krass. Ja. Du landest hier nicht so krass schnell auf der Straße oder stirbst das einfach, stimmt, weil du nicht irgendwie genug ackerst. So. Mhm. Und das hat auf jeden Fall noch dazu beigetragen, viele Sachen, Labelkonstellationen,
zu viel Loyalität alten Strukturen gegenüber und ja. Aber du hast schon das immer, also ab dem Moment, wo du gesagt hast, du bist Rapper und das ernsthaft umgesetzt hast, seitdem hast du immer davon auch gelebt oder hast du schon öfter denn noch jobben müssen oder irgendwie irgendeine Art von Hustle nebenbei? Nee, also ich habe am Anfang so ein paar Jobs gemacht. Ich habe zwischendurch auch noch studiert und so. Und BAföG. BAföG, ja. Du hast jetzt BAföG-Schulden. Nee, tatsächlich habe ich irgendwann mal, als ich mein gesamtes Erspartes dafür benutzt, das zurückzuzahlen. Ach, krass. Und es war ein bisschen verrückt, weil als ich das erste Mal gepeilt habe, wie viel BAföG-Schulden ich haben werde, war es so für mich, weil ich bin halt nicht mit viel Geld aufgewachsen und es war so, okay, du brauchst irgendwann so 10.000 Euro. Ja. Du wirst nie in deinem Leben 10.000 Euro haben. Woher soll so. Man das kriegen? Ja. Und in dem Moment, als der Brief dann kam, hatte ich halt gerade so dieses Geld und dann war es halt weg. Perfekt. Ich hatte es im Kopf schon für andere Sachen ausgegeben. Es war ein bisschen Equipment, schmerzhaft. So analoge Synthesizer, aber dann ey, BAföG. Und da musste ich es zurückzahlen. Ich hab da eigentlich nie so dran geglaubt am Anfang, dass ich damit Geld verdiene. Und ich habe eine Zeit lang auch extrem viel gespielt und fast nichts dafür bekommen. Es war dann immer so, ja, okay, ey, wir wollen dich hier haben und kommen hier vorbei und für die Kultur und bla bla bla. Ja, und wenn man dann selbst auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, so den eigenen Wert zu sehen, so und dann auch noch mit der Musik, die man macht, die einem eigentlich Spaß macht und so, wo einem auch immer vermittelt wird, so, ey, ja, du machst es doch so aus Liebe zur Musik, war das dann echt schwierig und ich habe halt irgendwann gesehen, ah, okay, Leute machen aber damit Geld, dass irgendwo, ich irgendwo hingehe. Irgendwo so. Wird Geld verdient. So. Und ich will jetzt auch was davon abhaben. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. Mhm. Aber es war eigentlich gar nicht der Plan. Früher wollte ich eigentlich mal Psychologe werden. Mhm. Was hast du studiert? Ich habe Kultur und Technik mit Kernfach Philosophie studiert. Kultur und Technik? Ja. Wie kann man sich die beiden im Zusammenhang vorstellen? Also Real Talk, ich glaube, es war so ein Versuch damals, wir waren der erste Jahrgang in dem Studiengang, die Geisteswissenschaften an der TU Berlin zu retten und es war so sehr zusammengeschustert. Ich meine, es gibt schon interessante Arten und Weisen, wie du Kultur und Technik zusammen connecten kannst. Wenn wir jetzt alleine sowas nehmen, okay, wie leicht ist es heute, Aufnahmetechnik zu haben und wie entwickelt sich sozusagen Rapkultur dadurch oder so. Ja. Sowas zum Beispiel. Und hab dann auch viel am Zentrum für Antisemitismus und Vorurteilsforschung im Wahlbereich gemacht. So. Hattest du an dem Knackpunkt, über den wir vorher geredet haben, wo du gemerkt hast, es wird Geld verdient, dadurch, dass du rappst und egal wie idealistisch du es immer gesehen hast, so jetzt findest du es ungerecht ab dem Punkt, wo du merkst, okay, generell wird Geld verdient, aber zu wenig davon kommt bei mir an. Und hattest du da Mentoren oder irgendwelche Leute, die dir Tipps gegeben haben, wie du deine Wünsche und deine Forderungen oder so, weißt du, wie du so ein gerechtes System da für dich aufbauen kannst? An dem Punkt noch nicht so sehr. Also am Anfang war es mehr so, dass ich halt gesehen habe, ey, das funktioniert nicht. Ich habe auch gesehen, wie so der Berliner Untergrund einfach Talent verschlissen hat. So. Weißt du, also dadurch, dass Leute halt immer wieder irgendwie aufgeraucht wurden und das Talent genutzt wurde für irgendwelche Veranstaltungen, aber die nie gesehen haben, das, was dabei rumkommt. So. Okay, und dann, ja, klar, fängst du dann halt irgendwann die Ausbildung an oder studierst und dann bist du halt raus. So. Und dann ist das Talent halt weg. Und das hat mich wirklich aufgeregt. So. Mich hat aufgeregt, wie so Sachen organisiert sind, dass es immer wieder gleich abläuft. Ich glaube, einer der ersten, der mir einerseits gezeigt hat, so, dass es irgendwie wichtig ist, egal auf welchem Level man ist und egal wie wenig man hat, dass man aufeinander Acht gibt so und teilt vor allen Dingen. Hier war Word. Word? DJ Word. Ah, okay. Und Word. Kennst du auch? Ich glaube nicht, ne. Doch. Ja. Ganz lange für Sido aufgelegt. Ach ja, der Ami. Kelly, genau. Ja, ich habe ihn original in San Francisco auf der Hauptstraße von San Francisco. Wie heißt diese komische Straße? Na egal, auf jeden Fall da habe ich ihn kennengelernt. Ja. Genau. Und das waren so zwei Sachen. Das eine war so dieses, ich habe manchmal zugesehen, wie er mit Leuten über Sachen verhandelt hat. Und er hatte so diese Art, schon irgendwie so klar zu sagen, was ihm nicht passt. Ja.
aber ohne ein zu krasses Arschloch zu sein. Ja, so mit ein bisschen Charme oder Sympathie. Ja, ja, oder er hat es irgendwie hinbekommen, so, dass ich so gesehen habe und mir gedacht habe, ja, das kann man so machen. So. Weil ich war immer sehr nett zu allen Leuten und habe dann irgendwie so gemerkt, okay, krass, die behandeln mich irgendwie scheiße so. Ja. Weil ich nett zu dem bin. Und das musste erstmal bei mir ankommen, so, weil ich habe keinen Bock, irgendwie unfreundlich zu jemandem zu sein. Kindness for weakness. Voll, so. Voll oft, also harte Schule auf jeden Fall gewesen. Und das habe ich auf jeden Fall bei ihm gesehen. Und das andere war so ein Schlüsselerlebnis, das habe ich auch schon öfter erzählt, die Stories, war, er hat eine Show organisiert in Wien. Mhm. Hat dann Mystic aus den Staaten eingeladen und wollte, dass ich einen Support spiele. Mhm. Und hat mich dann gefragt, so, ey, was willst du haben? Ja. Und ich war so, ja, keine Ahnung, Mann. Ich habe noch nie in Wien gespielt. Für mich ist es cool so, ich komme vorbei, ich rap da. Und er hat halt dann richtig drauf bestanden, nee, sag mal, was du haben willst. So. Und das hat mir halt irgendwie klar gemacht, okay, das hat einen Wert, cool, ja, was ich hab, was ich mache. Ja. Ich glaube, am Ende hat es dann auch gar nicht so funktioniert. Also die Show lief nicht so gut und ich weiß gar nicht, ob ich am Ende Geld bekomme. Vielleicht auch nicht bekommen, aber überhaupt trotzdem cool. War das für mich wichtig und wir haben dann, ich bin noch ein bisschen länger in Wien geblieben, wir haben zusammen ein paar Shows gespielt so und ja, also haben halt einfach geteilt miteinander. So. Krass. Und bist du genau in dieser Berlin-Zeit hochgekommen nach Agro, also sozusagen im Untergrund? So, für mich war so die Wahrnehmung ja immer als Hamburger, wir haben im ganzen Land gespielt, am wenigsten von allen großen Städten in Berlin. So. Ja. Und hier war auch die Szene gefühlt am kleinsten oder am wenigsten Leute, ne, die deutschen Rap gemacht haben. Specialists waren so die einzigen, mit denen wir damals irgendwie richtig connected waren. Und dann eben Casey, der Rookie, dadurch kannte man dann auch Harlequins und was alles noch in dem Umfeld war. Aber dann war so dieser große Berlin ja, coming out eigentlich, also dann gab es Savage, so ein Jahr oder so, nachdem wir rauskamen, aber dann so der richtige Berlin-Boom war ja eigentlich Agro und bist du in der Zeit danach rausgekommen, wo einfach viel diese Szene war, also viel Live-Battles oder Live, weißt du, so Sessions? Ich war eigentlich voll der Einsiedler, tatsächlich. Ich saß zu Hause und habe meine Texte geschrieben und hast nicht so viel live gerappt am Anfang? Nee, eigentlich nicht so. Für mich war das viel so Sachen aufarbeiten irgendwie und Gedanken aufschreiben und irgendwann fing das dann an, dass ich mehr auf Sessions gegangen bin und viel auf Freestyle-Sessions unterwegs war. Ich meine, wir haben schon, als es anfing mit Agro, haben wir auf jeden Fall schon eine Weile gerappt auch. Hm. Ich meine, davor gab es ja auch keine Shows gehabt und so. Also nee, gar nicht. Nein. Also Shows fingen ganz spät an. Ja. Die ersten Shows, die ich hatte, das war so auf irgendwelchen Straßenfesten und so. Und so das hat auch voll irgendwie 2007, 2008 oder wann waren die ersten so Shows? Schlecht mit Jahren. Ja. Ich würde sagen, so diese Rap-Shows, die eigentlich keine Rap-Shows waren, sondern nur einfach, da steht eine Bühne auf dem Straßenfest, wir rappen jetzt vor den alten Menschen da irgendwie ein bisschen rum. Irgendwo muss man würde ich anfangen. Sagen, vielleicht so 2002 oder okay, so. Okay, schon doch früh. Ja. 2002, 2003, so in dem Dreh. Wann ungefähr. Hast du deinen ersten Release gehabt? 2000, also so offiziell mit gebrannte CD, sondern 2009 tatsächlich. Okay. Ja. Also auch sehr viel später erst. Mhm. Davor halt einfach nur gebrannte CDs verkauft und auch immer schwer getan. Ich meine, mein erstes Album fängt an mit, ich bin ein unverbesserlicher Studiohasser, aber dafür Live MC. Das ist der erste Satz sozusagen auf dem ersten Album und das hat sich bis jetzt irgendwie durchgezogen. Ja, genau, also weil du ja auch erzählt hast, als wir uns da im Studio getroffen haben, dass nicht dein geringer Output nicht an geringen irgendwie Output im Kopf liegt. Also du hast genug Songs, du schreibst genug Texte, aber du magst einfach nicht so gerne dieses im Studio aufnehmen. Mir und gibt das, es so gut wie nichts. Hm. Das ist für mich eher so anstrengende Arbeit. Aber ja, ich meine, Arbeit gehört wahrscheinlich auch einfach mit dazu. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das geklappt hat mit so Karriere und davon leben. Ich meine, ich bin jetzt nicht reich geworden dadurch, so weißt du. Ich habe auch nie irgendwie so den krassen Lifestyle gehabt oder so. Kleine Wohnung irgendwie ab und zu ein bisschen Equipment kaufen und so. Und aber das ist ja eben nie das, verstanden. Was ich so interessant finde, weil ich so viele Leute treffe, die also unterschiedliche Menschen wie wir alle, aber ich glaube, ich habe eben auch noch so einen großen Zugang zu allen möglichen, weißt du, so durch Situationen und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, je mehr ich diese vermeintlich Klischee
erfolgreichen Leute treffe, so, und in dieser Welt bin, desto mehr unglückliche Leute treffe ich. Und deshalb freue ich mich einfach immer, weißt du, Leute wie dich, also seine, so eine Story wie dich inspiriert mich eben dann viel mehr als irgendein, weißt du, Typ, ja, der irgendwo eine Villa hat, weil er schon ein paar Goldalben hat, aber einfach jeden Tag ein miserabler Mensch ist und irgendwie gar nicht mehr weiß, wofür er das macht. So. Und ich, ja, und wenn es darum geht, wofür du das machst, irgendwie finde ich es bei dir auch interessant, weil das, da sehe ich super viele Parallelen bei uns. Mir war einerseits das Inhaltliche immer super wichtig. Einer der ersten Texte, den ich überhaupt geschrieben habe, war Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Inspiriert. Mhm. Davor hatte ich die Malcolm X-Biografie gelesen und war sehr inspiriert von der Passage, wo er im Knast den Five Percenter trifft, der ihn so teacht und ihm sagt, er muss das ganze Dictionary auswendig lernen, um seinen Wortschatz zu erweitern. Ja. Und vor allem mit dem Fokus, er soll anfangen und die Definition von Schwarz und Weiß im Dictionary sich angucken. Und dann sieht man, dass Weiß überwiegend mit positiven Attributen belegt ist und Schwarz so mit negativen. So einen Text habe ich tatsächlich mal geschrieben, so, als ich noch auf Englisch geschrieben habe. Ja. Genau. Also damit. Bei mir war es genau, glaube ich, einer meiner ersten deutschen Texte. Ich habe so von 92 bis 93 oder 91 bis 93 auf Englisch gerappt oder geschrieben und irgendwie Demos aufgenommen und dann 93 Dynamite kennengelernt und habe da auf Deutsch geschrieben und dann war das einer von den 5 Songs, die wir hatten, bis wir dann 95 unseren ersten Auftritt hatten und bei meinem ersten Auftritt habe ich diesen Song auch damals gespielt und bei mir war eben dieses Inhaltliche immer super wichtig, aber ab irgendeinem bestimmten Punkt auf der Bühne habe ich einfach auch gemerkt, so okay, ich kann die Leute nicht nur teachen, so, und es muss irgendwie ein Flow-Faktor, es muss irgendein Excitement-Faktor reinkommen, ne? Und also sowohl Punchlines, die in Realtime zu Applaus führen, als auch einfach Flow-Patterns, irgendwelche Sachen, die man mit seiner Stimme macht oder schnell oder langsam irgendwie und das sind so diese beiden Sachen. Also ich finde, viele Rapper haben entweder das eine oder das andere. Ne? Man kennt die für einen krassen Flow oder man kennt die irgendwie dafür, dass sie so Inhaltstypen sind. Und das waren auch bei dir immer so Parallelen. Aber bei dir finde ich es noch krasser, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also alles, was ich von dir gehört habe, es wirkt so super therapeutisch. Also es wirkt fast nie so, als wenn du nur des Wortspiels wegen oder nur des Flow-Patterns wegen schreibst. So. Und, ja, das habe ich mir irgendwie selten erlaubt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also manchmal würde ich es gerne mehr so machen und ich habe es auch schon versucht. Ich fange dann an, irgendeinen Song zu schreiben und denke mir so, ja, okay, jetzt sage ich einfach irgendwas und es geht so ein paar Zeilen so und dann fängt es wieder an. Woher meinst du, kommt das? Weil ich frage mich das auch immer so, wenn man ein gutes Repertoire an Styles hat, die man, ne, so, wir können beide jetzt irgendwie, wir könnten melodisch schreiben, wir könnten schnell, langsam, alle möglichen Flow-Patterns uns überlegen, aber es gibt so diese Sachen, wo man sich einfach ultimativ wohlfühlt und merkt, das ist man selbst. Und dann gibt es diese anderen Sachen, die sind ja auch Teil von einem selbst, wenn man zum Beispiel Fan ist. Ich hatte diese Phase, wo ich dann immer nur so Dipset-mäßig gerappt habe mit Cheer. Und das war ja auch ich, aber es war irgendwie trotzdem nicht ich, weißt du? Wo merkst du für dich einfach, wo diese Wahrheit ist? Also einfach, wenn du dir den Song öfter anhören kannst und immer wieder, er dir immer wieder ein Gefühl gibt oder dir den Text rappen willst gerne oder also wo... Einmal das, so Text gerne rappen und ich glaube, ich komme halt einfach von der Seite, ich könnte eigentlich mir mehr Sachen erlauben, als ich tue. Ich bin einfach viel zu streng zu mir. Ja. Was auch sozusagen so ein Punkt ist, um also Brücke zu schlagen zu dem von vorhin, so wie lange, wie ist das mit den Releases und so und wie schnell kommen Sachen raus, ist einfach, ich erlaube es mir nicht. Und ich versuche mich immer weiter dahin zu entwickeln, so dass ich mich da freier mache von so. Weil ich habe mir auch irgendwann überlegt, so nach dem zweiten Album dachte ich mir so, okay, ich habe vorher öfter so Alben gehört oder auch so Leute verfolgt, die gerappt haben, die halt immer davon erzählt haben, wie krass sie sind und sind die krassen Rapper und so. Und dann war es immer so für mich, ja, aber wo beweist ihr das denn? Genau. Also, und ich habe dann halt irgendwann. Außer dem Reim und dem Flow. Also genau, so also es war so, okay, ihr redet darüber, dass ihr diese krassen Rapper seid, aber ich höre irgendwie die Songs nicht, die mir das irgendwie nahebringen oder vermitteln, dass es wirklich so ist. Total. Nach dem zweiten Album dachte ich mir irgendwann so, ja, ich meine, eigentlich könnte ich jetzt auch einfach nur so Poser-Rap machen. Ja. Ich mag das auch eigentlich voll, dass man beim Rappen posen kann, so dass es halt ein Teil davon ist, so dass du sein kannst, wer du willst sozusagen. Ja. Du kannst selbst, wenn du dich eigentlich in deinem Selbstbild eher so klein siehst oder schwach siehst, kannst du trotzdem irgendwie einen Dicken schieben und... Genau, weil ich finde so, du bist ja auch, wenn man dich trifft, genauso wie bei mir, was auch Leute von Anfang an immer überrascht hat, super friedlich und ruhig und
wirkst nicht konfrontationsgeil. Ja. Und dann aber die Haltung, die du als Rapper hast, selbst, also ne, egal ob du über Conscious-Themen redest oder jetzt ein Battle-Rap-Ding oder einfach was aus deinem Leben erzählst, hat ja schon auch so eine, also hat ja nicht so eine, so eine grundliebe Haltung wie du als Mensch, wenn du in den Raum kommst. Ne? Das war bei mir auch immer so was, was viele Leute manchmal als Diskrepanz sehen, so, aber hast du dafür irgendwie eine Erklärung? Weil ich kann es mir bei mir auch nicht so richtig erklären. Also es war, bei mir ist das, was bei mir resoniert, bei mir haben nie so besonders nette Rapper resoniert, die ganze Zeit diesen, hey, lass doch mal drüber reden und das alles. Ja, das war ja so ein bisschen für mich damals der Berlin-Konflikt, wie ich es jetzt mal nenne, so dass wir halt so, wir waren halt irgendwie, oder zum, ich gehe mal von mir aus, ich war halt einfach wegen vielen Sachen sauer und auch so ein bisschen aggro. Und mir war halt das, was ich so aus Deutschland, aus vielen Städten gehört habe an Raps, war mir einfach zu nett. Hm. So, ich wollte nicht irgendwas über Party hören oder bla bla bla, irgendwas so, sondern ich wollte, dass irgendwer so diese Aggressionen kanalisiert, die ich halt in mir hatte. Und ich glaube, das ist es zu einem großen Teil. Ich meine, ich mache ja auch so dann teilweise schon so, kommt dann schon so dieses Psychologie-Ding bei mir durch. Ich habe halt mein Abitur in Psychologie gemacht, mich hat es mal super interessiert so, und solche Songs mache ich halt auch gerne, die eher so diesen ruhigen Vibe haben, aber ich mag das auch voll, so aggressiven Kram zu machen oder auch zu hören, so auch so Zeug, was anderen Leuten einfach viel zu stressig ist, so wo du dann halt schon in diesem Rap-Ding irgendwie krass drin sein musst, um das überhaupt noch feiern zu können. So. Du, genau, auch viel Grime und also wirklich, also ja, und auch die stressig, alten West Coast Sachen, so dieser ganze Double-Time-Kram, so wo ich, was, wer hat naja, so die Project Bloat Sachen. Project Bloat? Okay, alles CDE. Klar. Okay, da bin ich vollkommen raus, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Das ist, ja. Welche Ära so? Ich weiß gar nicht, wie lange die schon am Start sind. Also, wie gesagt, ich bin sehr schlecht mit Jahren, aber die sind schon lange am Start. Ja. So, also, noch vor TDE und diesen ganzen. Das war, Western, yeah, also, war so, yeah, yeah. Aber auch nach Snoop und Dre. Also, es gibt ein. Omi, den ich kenne, auch ein Ami, der Comedian ist, und der hat nach dem einen Kendrick Lamar irgendwas rausgekommen ist, meint er, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber sowas wie The New Kendrick Lamar Album is the best Freestyle Fellowship Album that I've ever heard. Ach so, Freestyle Fellowship, das war das die Post. Das ist so auch ein bisschen die so die ja. Ecke ja, und so erweiterte, die waren ja dann auch in diesem Good Life Café am Start, so, und da waren halt auch die CVE-Leute und die waren auch mal hier, es gab diese Hip-Hop-Sommerschule in Berlin in der Volksbühne. Echt? Weiß auch, keine Ahnung, wann das war. Ich glaube, da war ich so auch so 17 oder so vielleicht. Und da konnte man Workshops machen? Workshops machen und es gab Shows, gab Battles und da waren tatsächlich ein paar Leute von CVE auch da, wurden eingeladen, so haben Workshops gegeben. Die waren halt auch immer krasse Freestyler. So. Ja. Busdriver könnte dir vielleicht auch noch was sagen, auch nicht. Ja. Okay. Habe ich nie mitbekommen. Ich habe echt so West Coast-mäßig, klar, diese ganze Snoop Dre-Ära. Dann gab es irgendwie noch dieser Untergrundkram, alles Rusko, Defari und was da in dem Umfeld. Und Dilated Peoples waren ja, glaube ich, auch. Und dann kam Game, so von der West Coast. Und dann habe ich so dieses vor lange nichts mehr richtig mitgekriegt von der West Coast, bis dann so dieses ganze TDE-Movement kam und dann Odd Future und so. Aber da war ich nicht so deep in dem Double-Time-West Coast-Ding drin, anscheinend wie du. Ja, das sind eher so die älteren Sachen. Es gibt diesen, kennst du diesen Film Freestyle, The Art of Rhyme? Ja. Das, okay, ja, Mike, nein, kennst du ja. Also Freestyle Fellowship sagt dir ja was so. Aber es gibt auch eine interessante Doku, The Good Life. Ist halt sozusagen cool, über das Good Life Café, wo die früher alle gefreestylt haben und so. Du hast ja auch viel Spoken Word Sachen. Wir haben uns auch mal getroffen bei einem Poetry Slam von Islam. Das ist die islamische Poetry Slam Gruppe hier in Berlin. Oder so ein Verband von vielen Leuten, die irgendwie mit Worten spielen gerne. Und das war auch ein sehr inspirierender Abend für mich. Habe ich auch in der Form noch nie gesehen, wo einfach Hammer Ladies mit Kopftuch und dann darüber Gedichte hatten, so wie das im Alltag irgendwie auf, zu was für Reaktionen das führt und sehr gute Beiträge einfach. Ja. Hat mich tierisch beeindruckt der Abend und mich eben auch gefreut, dass ich dich da in dem Kontext gesehen habe. Und war das auch immer was du so als extra
Nische gesehen hast, also im Sinne von, okay, ich bin Rapper und ich rap auf Beats, aber letztendlich sind die Texte ja auch ohne Beats was wert und dann gehe ich auch zu Veranstaltungen, wo ich so meine Message spreaden kann, oder wie hat sich das Ding ergeben, dass du in dieser Welt auch so ein bisschen stattfindest? Ich bin da nie so wirklich reingegangen, weil es für mich, man hat es immer rausgehört, wenn Rapper zu Poetry Slams gegangen sind und A Cappellas gerappt haben. Ja. Weil es für mich nochmal was anderes ist, ja, so Spoken Word zu machen, als einfach A Cappellas zu rappen. Und ich glaube aber dadurch, durch die Art, wie ich schreibe und was für Themen ich behandle, ist trotzdem so eine gewisse Nähe dazu da gewesen. Und ich habe auch dadurch teilweise andere Jobs bekommen, dann irgendwie auf einem Poesiefestival auftreten oder halt solche Sachen, wo du dann halt schon merkst, okay, ich hatte so, was Rap-Business angeht, schon habe ich mir durch die Art, wie ich schreibe und rappe, schon auch viel Steine in den Weg gelegt. So, es war diversen Leuten, Booking-Agenturen und weiß nicht, da viel zu kompliziert, verstehe ich nicht und so. Und das ist keine Fahrstuhlmusik, nein. Das ist ja, auf jeden definitiv Fall, nicht. Muss man mitdenken, mithören. Ne? Ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, okay, dadurch komme ich in Räume rein, so in denen dieser Standard-Rap halt einfach nicht reinpassen würde und nicht stattfinden würde. So. Genau, deshalb. Aber ich wollte mich auch nie darin verlieren, weil ich habe schon eine krasse Liebe zu Rap wirklich und wollte dann auch nicht einfach nur so artsy-rap-mäßig in irgendwelchen Galerien auftreten oder so. Ich fand es an dem Abend eben cool, weil es auch so diesen spezifischen Fokus hatte. Ne? Es war irgendwie so eben die islamische Poetry-Slam-Gruppe. Ja. Es war jetzt nicht einfach nur so ein intellektueller, weißt du, so ein Haufen von geschwollen redenden Leuten, sondern irgendwie Leute, die wirklich alle eine Story hatten und wo du so den Pain auch gefühlt hast. Ja, ich glaube, das ist bei Spoken Word in Deutschland, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, also ich bin jetzt auch nicht immer auf irgendwelchen Spoken Word Veranstaltungen, aber als ich eine Zeit lang hingegangen bin, habe ich mir oft gedacht, so, wenn ich so die Sachen gehört habe, okay, Leute haben einfach keine Probleme. Also mir hat so ein bisschen so der Pain gefehlt. So. Genau, es waren halt viel so lustige Geschichten irgendwie und wer hat jetzt die lustigste Geschichte? Und wir haben eben als Rapper natürlich eh schon eine mega Messlatte, ne? Wenn jemand irgendwie ans Mic steppt und irgendwas, egal ob es jetzt ein Moderator ist, also für mich, ne? Also ich bewerte das alles gleich, Leute, die auf die Bühne kommen, irgendwie einen Mic haben, so dass entweder kannst du gut rappen oder du kannst gut moderieren oder du kannst gut Stand-up-Poetry, Comedy machen oder Slam-Poetry. So, deshalb ist unsere Messlatte da ja eh hoch und dann eben zusätzlich noch dieser Faktor, wo man merkt, so, okay, inhaltlich berührt mich das gar nicht und du hast keine geilen Reime und du liest vielleicht vom Blatt ab unsicher und verliest dich noch ein paar Mal und es hat eben, also ich finde auch, mir in Deutschland noch nicht so viele Sachen so ein richtig krasses Gefühl gegeben. Früher gab es in Amerika, das kann man sich auch auf YouTube noch angucken, für die Leute, die es nicht kennen, Death Poetry Jam. Kennst du das noch? Nee. Es gab Def Comedy Jam, das war so von Russell Simmons, hat da damals eben die heißesten Comedians zu der Zeit, eben alle von Martin Lawrence, Dave Chappelle, die ersten großen TV-Auftritte waren bei Def Comedy Jam und dann gab es Def Poetry Jam, das gab es nicht so viele Seasons, aber da waren auch geile Poeten und einfach Leute, die schreiben und dann aber auch so Kanye West hatte auch so irgendwie mal so ein Ding von seinem ersten Album als A Cappella dann gemacht und Erykah Badu hat man und das war auf jeden Fall hat mich auch nochmal so geflasht, also zu der Zeit war ich, weiß nicht, vielleicht so 2008, 2009 rum, wo ich das viel gesehen habe und da habe ich echt gedacht, so wow, das könnte wirklich für mich auch so ein Ding sein, aber denn das, was ich von dieser Welt in Deutschland mitbekommen habe, war dann immer so, dass ich, also es hört sich arrogant an, aber dass ich das so das Gefühl hätte, was ich auch bei dir hätte, du würdest den Raum aufwerten durch deine Präsenz, aber wenig, was an dem Abend sonst stattfinden würde, würde dich vielleicht besonders, weißt du, aufwerten oder inspirieren oder sowas. Deshalb. Aber auf jeden Fall auch cool, dass diese Szene so wächst. Und gerade bei den Sachen, ja, eigentlich ist das die perfekte Überleitung zu diesem Thema, was in den letzten Wochen wieder omnipräsent ist, seit dem George Floyd-Ding, unausweichbar für jeden Menschen auf dieser Welt, dieses Thema Rassismus, aber gerade in Bezug auf Schwarze jetzt ein extremer Fokus in der letzten Zeit. Und du bist ja jemand, der von all dem, was ich von dir gehört habe und wie ich deinen Katalog zurückverfolgt habe, also du hast immer über dieses Thema geredet, so, das war irgendwie immer ein Teil deines Lebens, deiner Realität und deiner Texte dann auch und du hast auch viel in
bestimmt auf Poetry Slams und solchen Sachen auch Texte über solche Themen gemacht und du hast auch in vielen politischen Diskussionsrunden schon gesessen, ja, und deine Stimme auch auf die Weise genutzt. Und dann, ich glaube, meine erste Frage wäre, wann hast du das erste Mal gespürt, dass so ein Engagement, politisches Engagement, egal wie man es nennen will, weißt du, so, dass es bei dir darüber hinausgehen muss, dass du einen Text auf dem Beat rappst? Also dass du überhaupt in Diskussionsrunden gehst und dass du in der Öffentlichkeit dich zum, ja, zwangsläufig, weil du mit dieser Hautfarbe geboren bist, dass du einer der Ambassadoren für dieses Thema wirst. So, was war der erste Moment, wo du gemerkt hast, das ist irgendwie für mich wichtig, dass du... Ich glaube, es war genau umgekehrt. Also das kam vor dem Rap, sozusagen. Ach, okay, ja. Also weil ich bin damit aufgewachsen, dass meine Mutter da sehr aktiv war. Also ich war sehr früh auf Demos, ich bin damit groß geworden. Einmal kurz der Background, deine Mutter ist deutsch? Meine Mutter ist deutsch. Ja. Mein Vater ist aus Ghana, ist nach Deutschland gekommen zum Studieren. Und war er da in deiner Kindheit? Also bist du mit ihm aufgewachsen? Nee. Also du bist mit einer weißen Mutter aufgewachsen, noch mehr Geschwister? Genau, also ich hatte ein paar Jahre mit meinem Vater so, aber einen älteren Bruder, fünf Jahre älter. Okay. Und und ihr seid so zu dritt aufgewachsen, aber deine Mutter war sehr in diesem Thema drin und hat euch sozusagen als weiße Frau educated, was eure Hautfarbe angeht und was auch die Hindernisse oder die Roadbumps in dieser Welt für euch sein können? Ich würde sagen, also educated hat mich die Gesellschaft sozusagen ziemlich schnell und... aber ich war halt schon sehr früh auf Demos, so die damit zu tun hatten, so und habe halt so politische Arbeit mitbekommen. Ich erinnere mich, wir waren auf Demos, wo es darum ging, dass es N-Wort wo es um Wörterbücher ging. So, okay, wie wird das Wort, ist das Wort in Wörterbüchern drin? Wird es irgendwie so kommuniziert, dass es einfach eine normale Bezeichnung für schwarze Menschen ist? Oder entscheiden sie sich irgendwann mal dazu, vielleicht auch anzumerken, dass es vielleicht nicht einfach eine normale Bezeichnung ist, so, was halt alles irgendwie ein Weg war. Diese ganzen Dinger mit Süßigkeiten, hier Dr. Oetker, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, der so Eis verkauft hat und das habe ich halt ziemlich früh mitbekommen, so. Das war sehr früh ein Thema. Ich glaube, educated, so den Umgang mit diesem Thema habe ich dadurch auf jeden Fall sehr gelernt. Ich erinnere mich auch, mein erstes Diktat, was ich in der Schule hatte, war halt voll mit dem N-Wort. So. Wow. Und ich habe mich halt damals geweigert, das zu schreiben. So. Ich habe es einfach nicht geschrieben. Meine Lehrerin wollte mir für jedes Mal einen Fehler geben. Auch nicht mal einen Wiederholungsfehler, sondern für jedes Mal. Wo du dann halt auch merkst, so, okay, das ist nicht so... Du warst einfach nicht informiert und hast das aus Versehen gemacht. So. Ich war das einzige schwarze Kind in der Klasse. So. Ich glaube, es waren noch zwei andere Kids auf der Schule. Und ich hatte halt das Glück, dass meine Mutter Elternsprecherin war mit einer Freundin zusammen. Die haben die halt auseinandergenommen. So. Und dann wurde das geklärt. Aber das war extrem wichtig für mich zu sehen. Wer jetzt, hätte meine Mutter zum Beispiel keine Zeit dafür gehabt oder hätte meine Mutter kein Deutsch oder schlecht Deutsch gesprochen, so wäre das wieder eine ganz andere Geschichte gewesen. So, da habe ich halt auf jeden Fall extrem Glück gehabt. So. Und es hat mir halt gezeigt, dass was diese Themen angeht, so muss ich mir das nicht gefallen lassen. Ja. Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Und es hat aber auch so insgesamt so diesen Gerechtigkeitsfilm sehr in mir gestärkt. Jetzt nicht nur, was das Thema anti-schwarzer Rassismus angeht, sondern insgesamt Diskriminierung halt einfach. Du hast das Thema sehr viel studiert quasi. Ja. Und jetzt auch ist eben... Auch viel Probleme im Rap-Kontext deswegen gehabt. So. Genau, es gibt diese eine super interessante Parallele, die sehr traurig eigentlich ist, dass irgendwie jetzt gerade, also vor 4 Tagen war der Todestag von Alberto Adriano am 11.06., der 20-jährige Todestag. Und für alle, die es nicht wissen, das war ein Mann aus Mosambik, der am helllichten Tag ermordet wurde in Dessau. Und daraufhin hat sich
Brothers Keepers als Verein gebildet und wir haben zuerst diesen einen Song gemacht, Letzte Warnung, Adriano, Letzte Warnung, Brothers Keepers. Und dieser Song war ja ein Riesenerfolg. Das war wirklich, glaube ich, echt in dieser Kategorie wie Weck mich auf. Ja. Warst du ganz kurz vor Gold, also 250 verkaufte Singles. Also genau, damals waren 250.000 verkaufte Singles Gold und sowohl Weck mich auf als auch Adriano, die am gleichen Jahr rauskamen, haben so kurz davor gestoppt. Irgendwie ja. So. War ein Riesenerfolg, was uns natürlich einzeln, weil wir waren ja auch nicht jeden Tag als Gruppe zusammen, so das Gefühl gegeben hatte, das ist ein Erfolg und das Thema wird gehört. Dann haben wir ein Album zu diesem Thema gemacht, es hat sich auch ein Verein richtiger gegründet und auf dem Album waren alle einzelnen Protagonisten dann mit einzelnen Songs vertreten und als wir dann das Projekt promoted haben, waren wir mit irgendwas mit etwas konfrontiert, was du, glaube ich, auch in dem BSMG-Kontext mit Megalo und Stallion und Musa erlebt hast, dass wir gemerkt haben, so beziehungsweise Journalisten, die uns dann interviewt haben, ab dem Punkt gemerkt haben, es ist nicht nur ein Anti-Nazi-Projekt, wo jetzt zufällig gerade mal nur Schwarze sind, sondern es ist bewusst ein Projekt, wo sich schwarze Künstler zusammentun, um einmal ihre Perspektive zu erzählen, ja. Damit es auch nicht immer in diesem ganzen, in dieser Rassismusdebatte und in diesem ganzen Multikulti-Wunschgedanke so oberflächlich untergeht und Leute denken, es gibt nur eine Art von Rassismus und ja. Wenn man gegen Nazis ist, reicht das. Und dann waren wir mit sehr viel Kritik konfrontiert und mit diesem, eigentlich hat, glaube ich, jeder Journalist uns gefragt, warum ist denn nicht ein Weißer auch dabei? Warum habt ihr denn nicht vielleicht Icy oder Curse dazu genommen? Mhm. Oder warum denn nicht Savage als türkischen Rapper? Weil dann hätte es doch viel mehr diesen Multikulti-Gedanken. Und dann haben wir es eben nochmal versucht, explizit zu erklären, dass, also ich habe jetzt gerade eine Zeile geschrieben, die heißt, unser Multikulti-Bild ist gefotoshoppt. Damals gab es noch kein Photoshop, ja. Aber das war so die Essenz von dem, was wir gesagt haben. So nur weil man ein Foto macht, wo alle zusammen happy drauf smilen, und dann gehen die alle in ihre einzelnen Lebensrealitäten zurück und werden aufgrund von verschiedenen Faktoren unterschiedlich behandelt. Das kann ja nicht Multikulti sein. Und haben wenig Verständnis dafür bekommen. Und ich weiß auch nicht mehr, ob dieses Album wirklich gut als Album war. Ich weiß, dass mein Song, jede Zeile, jetzt gerade in diesen Tagen komplett den gleichen Bildungswert hat wie vor 20 Jahren. Ja. Und das Thema genauso groß ist. Jetzt, wo das alles so hochgekocht ist in den letzten Tagen, du hast wenig dazu gesagt, ich fand aber trotzdem den einen Schnipsel, den du gepostet hast, war einer der lustigsten Sachen, die ich überhaupt gesehen habe. Du wurdest 2014 was? Ja. 2014 auf dem Splash oder wann? Nee, das war, was war das denn? War das in Koblenz? Koblenz brennt oder okay. So hieß es, glaube ich. Das war ein Festival, was schon so diesen Fokus hat, dass es irgendwie gegen rechts, gegen Nazis, was auch immer. Ja, antirassistisches Festival. Und ein Journalist von hiphop.de hat dich gefragt, ob es noch Rassismus gibt oder in der Rap-Szene. Gibt es eigentlich noch Rassismus in Deutschland? Genau. War die Frage, glaube ich. Und das ist einfach nur so ein super kurzer Clip, den du auf Instagram gepostet hast, wo er dir diese Frage stellt und dann das Mikro hinhält und aus dir kommt einfach so ein pures, ehrliches Lachen, was natürlich super zynisch ist, so, aber einfach sehr sympathisch rüberkommt, gerade wenn man es versteht. Und ansonsten hattest du jetzt in dieser Zeit nicht so das Bedürfnis, dazu was zu sagen? Ich habe es einfach wirklich nicht geschafft. Oh. Also mir war das alles zu viel. Oh. So, und ich habe gemerkt, wie extrem müde ich davon bin. Und ich war dann froh, dass es viele Menschen gab, die was gesagt haben und die entweder nicht so müde waren oder halt einfach mit ihrer Müdigkeit anders umgehen konnten in dem Moment. Aber ich habe da einfach nichts mehr rausgekriegt, so, weil wir haben ja vorher auch schon kurz geredet, so, als ich meinte, ich habe mich noch nie so schwarz gefühlt, so wie in dieser Zeit, so einfach, weil es nur noch darum ging, es war so unglaublich präsent in dieser Zeit und ist es immer noch so, dass ich einerseits froh bin, dass so darüber gesprochen wird und dass so viele Leute inzwischen am Start sind, die sich dazu äußern können, wollen, trauen so und gleichzeitig es halt auch nochmal die ganze Problematik so krass präsent macht und hochholt, so dass ich einfach merke, wie müde ich davon bin so und auch durch diese
um zurückzukommen zu dem BSMG-Ding zum Beispiel, also das hat auch schon sehr viel Müdigkeit auf jeden Fall erzeugt, so der ganze Umgang damit, so das, genau, was du gesagt hast, so mit dieser Vorwurf, so ja, warum ist da kein Weißer dabei? Ich habe jetzt auch gerade, als du das erzählt hast, habe ich mich schon wieder überlegt, was ist das? Wie bescheuert ist diese Frage? Weißt du, also, weil umgekehrt regen sich dann Leute darüber auf, wenn irgendwie gefragt wird, okay, warum tauchen schwarze Menschen da und da nicht auf, warum tauchen die da und da nicht auf? So, und das Beste, was dir einfällt als Journalist, so, wenn du mit einem Projekt redest, wo sich schwarze Menschen zusammengeschlossen haben, um solche Dinge zu thematisieren, warum ist denn da kein Weißer dabei? Und schon, und ich erinnere mich auch so an Stimmen oder meine mich zu erinnern, ich will auch nicht übertreiben, so, aber die auch schon in die Richtung ging, so, dass die euch so indirekt vorgeworfen haben, ihr werdet ja sozusagen diskriminierend gegen Weiße, ja. ihr trennt euch ja und genau. So und das ist ja auch das, was dann so Vorwürfe waren bei dem BSMG-Album irgendwie, unter Jesse Owens, weißt du, ist einfach relativer Feelgood-Song, so, ja. Da sind jetzt keine militanten Ansagen drin oder so und Leute dann irgendwie meinen, ja, Black Power ist genauso schlimm wie White Power und so und warum müsst ihr denn, inszeniert euch doch nicht so und so. Und, okay. Und das Erste ist ja, was man sagen muss, also die Leute, von denen wir reden, wo wir auf Kritik gestoßen sind vor 20 Jahren und ihr vor 3 Jahren, als das Projekt rauskam, 2 Jahren? 2017, genau. Ja. Wir reden ja jetzt nicht von Nazis. Also wer weiß, ob AfD-Wähler dabei sind, aber wir reden eben nicht von irgendwelchen Leuten, die von ganz weit fern, von der anderen Seite des politischen Spektrums uns mit ihrer Meinung konfrontieren, sondern wir reden von Leuten im Hip-Hop-Kontext, also ne, so in Hip-Hop-Interviews. Ja. Ich hatte Diskussionen damals mit Freunden von mir, weißt du, die einfach auch weltoffene, coole Menschen sind, aber einfach trotzdem so eine spezielle Sensibilität haben, wenn schwarze Leute sich zusammentun. Und da wollte ich dich fragen, weil du auch dich viel mit Rassismus und Diskriminierung beschäftigt hast, über das schwarze Thema hinaus. Fällt dir irgendein Paradebeispiel ein von einer Gruppe, die sich für ihre Rechte eingesetzt hat und es gab so viel Resistenz wie bei Schwarzen? Weil ich habe das Gefühl, bei vielen von den anderen Bürgerrechtskämpfen, die für bestimmte Gruppen gefochten wurden, die jetzt viel weiter gekommen sind in ihren Rechten, entweder hat man sich beteiligt oder man hat sich rausgehalten. Aber hast du das Gefühl auch, dass es irgendeinen speziellen Komplex gibt, wenn Schwarze über Rassismus reden? Du meinst so, wie die Abwehrreaktionen darauf sind? Ja. Ich weiß, finde ich schwierig zu vergleichen. Also weil ich ja auch die anderen Sachen sozusagen nicht so erlebe, wie ich antischwarzen Rassismus erlebe. Mhm. Also da würde ich, fänd ich schwierig. So ja genau, gibst du dich zu sehr auf Glatteis, wenn du jetzt für andere Leute redest. Könnte ich nicht wirklich sagen. Mhm. Ich glaube, der Mechanismus ist schon oft sehr ähnlich so, dass du halt, also was man halt auf jeden Fall sagen kann, was vielleicht jetzt nicht eine perfekte Antwort auf deine Frage ist, aber wenn man sich so, also die Rassentheorien, die ich gesehen habe, so, da ist ja schon eine klare Hierarchie da. So, je dunkler du wirst so, und je näher wir in den schwarzafrikanischen Raum kommen, desto weiter unten bist du in der Theorie. Ja. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe nur Rassismus gegen Schwarze von weißen Deutschen erlebt. So. Nee, genau. Das ist einfach nicht so. Und ich glaube, das spielt da tatsächlich noch so ein bisschen rein, so von wem du alles kriegst. Ja. So. Das stimmt auch, ja. Musste ich auch viel dran denken. Bei vielen Kommentaren, die ich denn gelesen habe, als ich meinen Song zu dem Thema gemacht habe, wo dann Leute sagen, ich bin in einem Viertel aufgewachsen, zum Beispiel in Berlin und als einziger Deutscher in der Klasse, weißt du, so mit nur Türken und Arabern und ich war der gemobbt wurde und diese Stories gibt es natürlich auch. Ach so, das meinte ich gar nicht damit. Also ich meinte eher so sozusagen, dass ich meinte jetzt nicht das Thema, so dass Deutsche sozusagen diskriminiert werden. Nee, genau. Aber worauf ich hinaus wollte, war, als mir dann eingefallen ist, weil es ist immer so leicht,
sich dann in so eine so defensiv zu reagieren, weil einem auch schon mal was Schlimmes passiert ist, ne? Ja, und daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. So. Ja. Deshalb finde ich es jetzt einfach nicht richtig, wenn ihr jetzt über euer Problem redet, weil ich hatte auch schon mal ein Problem. Ja. Und dabei ist mir eingefallen, eben das erste Mal, wo ich das N-Wort genannt wurde, auf Englisch sozusagen, ja. ne? Nicht auf Deutsch, was ja noch auf eine andere Weise, eine andere Art von Education braucht. Ja. Weißt du? So, dass, ja. das Wort Neger war ja einfach nur so ein deutsches Wort, was viele Leute noch mitbekommen haben und gar keinen nicht wussten, dass es einen negativen Kontext hat. Wenn du das Ganze mit... Ja. Oder, also, ja. Schwieriges Thema. Genau, aber auf jeden Fall zumindest viele Leute haben es behauptet, wenn sie es gesagt haben, dass sie es nicht negativ belegen und auch nicht so gelernt haben. Und bei dem anderen Wort, wenn es so die englische Version ist mit I, so, denn es bedarf ja schon so einer mehr racist education. Ja. Und das habe ich das erste Mal tatsächlich von einem türkischen Mitschüler gehört. So, und ich hatte viele rassistische Auseinandersetzungen oder viele diskriminierende Momente von eben auch türkischen Mitschülern und so. Aber ich habe eben auch früh dann gelernt, was deren Struggle ist, weißt du, und wo die in der Gesellschaft stehen. Und habe daraus eben nie so ein Ding gemacht, dass ich, weißt du, daraus jetzt einen Schluss ziehen würde, wie ich über Türken denke. Ja. Und habe aber oft eben gemerkt, wenn ich mit deutschen Leuten in einer Diskussion sitze, die sehr liberal sich sehr einschätzen, dass dann trotzdem oft dieses Ding kommt, aber ich habe schon einmal von Türken aufs Maul bekommen und deshalb habe ich jetzt Angst vor Türken. Ja. So, also, weil da hilft einem natürlich, denke ich, auch diese Sensibilisierung, wenn man aus irgendeiner Minderheit kommt, auch wenn man von einer anderen Minderheit angegriffen wird, ne, trotzdem nicht pauschal zu urteilen, weil man irgendwie so ein bisschen feinfühliger das verstehen kann. Ich meine, damit kann man sich natürlich auch in eine Sackgasse begeben, wenn man so, also weil ich schon denke, dass es auch eine strukturelle Sache ist. So. Also das ist schon was sehr angelernt ist und was dann nicht zufällig passiert, dass du dieses Problem dann hast. So. Aber was denkst du jetzt gerade, weil wie gesagt, ist ja auch wieder das gleiche wie bei Brothers Keepers und BSMG, alles was jetzt gerade in diesen Tagen an Black Lives Matter Posts und so rausgeht, da gab es schon eine Education-Welle jetzt, dass nicht mehr jeder All Lives Matter postet und denkt, das ist jetzt die richtige Aussage, obwohl es natürlich pauschal stimmt, dass alle Leben wichtig sind, aber in dem Kontext eben haben viele Leute verstanden, dass es das Anliegen verwässert, aber trotzdem sehe ich überall natürlich immer noch diese ganzen quasi Gegenreaktionen von Leuten, die aber eigentlich auf der richtigen Seite stehen wollen. Ja, das ist halt die Frage, was bedeutet auf der richtigen Seite stehen wollen? Genau. Und da ist ja eben diese alte Definition in Deutschland oder also in der ganzen westlichen Welt, dass Rassismus immer auf die extremsten Momente beschränkt wird und jeder, der dann eben an den Momenten nicht teilnimmt und der keinen Molotow wirft und der nicht eine radikale Partei wählt, ist nicht rechts. Und jetzt wird gerade so dieses... Wir haben Probleme mit der AfD, aber nicht mit Rassismus, sozusagen. Und jetzt gerade wird das so ein bisschen schärfer gestellt, das Bild, ne, dass viele es genauer sehen. Und wie kriegst du diesen Prozess gerade mit? Inspiriert es dich, wie viel darüber geredet wird und was sind die Sachen? Das ist halt sehr ambivalent. Ja. So. Also wie ich vorhin schon meinte, einerseits ist es so, finde ich es gut so und ich bin auch beeindruckt, wie viele Leute inzwischen am Start sind so und sich äußern und sich öffentlich äußern, weil das war halt nicht immer so, dass, also es war weder so, dass der Raum dafür so krass gegeben wurde, noch dass er sich einfach so krass genommen wurde. So, das ist schon was gewachsen ist. So. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Und ja, gleichzeitig ist es ja was, ich will mich ja nicht damit, also ich bin ja nicht scharf drauf, mich damit zu beschäftigen. Ich bin ja nicht irgendwie schwarz auf die Welt gekommen, so weißt du, sondern die Gesellschaft hat mir sozusagen klar gemacht, von klein auf, das bist du. Du bist schwarz oder du bist dies oder das. So, und dadurch muss ich dieses Denken in meinen Kopf reinlassen. Ich muss sozusagen rassistische Denkstrukturen in meinen Kopf reinlassen und analysieren, wie das alles funktioniert und zu verstehen, warum die Gesellschaft so mit mir umgeht, wie sie mit mir umgeht. Warum die Gesellschaft mit meinem Vater, meinem Stiefvater, mit anderen Familienangehörigen oder mit anderen schwarzen Menschen so umgeht oder auch mit anderen Leuten, die rassistisch behandelt werden. Und deswegen ist es für mich immer so ein Struggle. Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Ich will gar nicht, dass es ein Teil von meinem Leben ist. Ich möchte mich auch nicht damit auseinandersetzen, dass ich schwarz bin. Jetzt nicht, weil ich nicht denke, dass es irgendwie
dass die Gruppe von Menschen oder dass es bestimmte, dass nicht eine bestimmte Kultur da ist, so mit der ich resoniere so und als bei der ich mich als Teil sehe, aber einfach zu einschränkend, ich wurde da so reingesteckt, ja. So, und das ist keine Selbstdefinition von Anfang an gewesen, ja. So, und ja, es ist super ambivalent. Ich finde es, einerseits bin ich gespannt, was passiert, andererseits bin ich super müde und will überhaupt nichts mehr hören, so, und weiß aber auch gleichzeitig, dass es sich lohnt, irgendwie darüber zu sprechen. Ich glaube, wenn es nicht, also für mich war lange ein Antrieb ab einem bestimmten Alter wirklich, dass ich nicht will, dass so die nächsten Generationen mit derselben Scheiße aufwachsen. Ja. Weil für mich, ich hatte so irgendwie einen Umgang damit gefunden und hatte mich auch so ein bisschen jetzt nicht damit abgefunden in der Form, dass ich dann nichts mehr mache oder nicht mehr aktiv bin so dagegen, sondern so, ja, keine Ahnung, das hast du jetzt irgendwie die letzten paar Jahrzehnte gesehen, das wird wahrscheinlich noch eine Weile so bleiben und irgendwie musst du halt damit klarkommen so, aber ja, was mich auf jeden Fall noch so ein bisschen bei der Sache mehr hält, ist halt wirklich, dass ich will nicht, dass Leute so aufwachsen, ja, weiter. Ich will nicht, dass man weiter so miteinander, ja, umgeht. Ja, man ist crazy. Mein Sohn macht ja auch Musik und hat auch Songs zu dem Thema released und postet super viel, weil er lebt ja. Ich habe gerade heute einen gesehen, ja, hast gepostet. Genau, und er lebt ja in Amerika und ist natürlich da dann auch noch viel mehr sowohl mit diesem Police Brutality Thema beschäftigt und postet wirklich auch alle möglichen Sachen, die zu diesem Thema passen. Und wenn ich mit ihm darüber rede, ist es eben auch interessant zu sehen, dass auch viele von den Sachen, mit denen er konfrontiert ist, einfach genau deckungsgleich sind. So, ne? Wo man dann auch echt sagt, so, wow, es ist crazy, dass es in vielen Sachen anscheinend zu wenig Progress gab. Gibt es irgendwelche Quellen oder irgendwelche Sachen, die du Leuten empfehlen könntest? Weil jetzt ist ja gerade die Aufmerksamkeit da und ich verstehe eben auch, also ich hatte in der, auch war so zwischen, ich will gar nichts dazu sagen, und dann habe ich aber auch den, kam dieser Song so raus und auch so ein bisschen so ambivalent, aber wollte eigentlich noch viel mehr sagen, als ich gesagt habe, aber habe auf jeden Fall mich auch gefreut, dass einfach so viele Leute jetzt lernen wollen, gerade so, was gerade spezifisch das schwarze Thema angeht. Gibt es irgendwelche Quellen, die du Leuten empfehlen könntest, die oder Sachen, die dich inspirieren, Personen, kann ein Album sein, kann ein Buch sein, kann ein Film sein? Ja, ich meine, das BSMG-Album gibt es immer noch, es gibt ein ganzes Remix-Album davon. Genau, kann so, auch weißt Self-Promotion sein, natürlich. Das ist halt so. Ja. Und ansonsten sind ja gerade einfach viele Leute am Start. Ich meine, Aminata, über die wir uns auch getroffen haben, dann so nochmal, ist die ganze Zeit am Start. Alice Hassas am Start. Ich meine, ich könnte jetzt, die Namen werden gerade die ganze Zeit genannt, so, und es gibt schon so krass viel. Das ist das, was mich, das macht mich einfach wahnsinnig. Naja, so, weißt du? Also, weil ich mir denke, warum fragt ihr jetzt? Ich sehe, weißt du, wenn es einen therapeutischen Sinn erfüllt, dass zum Beispiel schwarze Personen jetzt ihre Erfahrungen berichten. Ja. Do it. Ja. So. Wenn es so Empowerment ist, mach es auf jeden Fall. Aha. So. Stehe ich voll hinter, habe ich auch schon gemacht. So. Werde ich wahrscheinlich auch wieder machen, habe ich ja jetzt hier auch schon gemacht. Ja. So. Aber so dieses Fragen danach, so, ja, dass alle Leute jetzt erzählen sollen und so, das ist doch, so viel davon ist schon da. So. Ja, das stimmt. Es gibt wirklich viel manifestiertes Wissen, was das angeht, und dafür anscheinend zu wenig Leute, die sich dieses Wissen angeeignet haben. Ja. Und dann ist halt auch immer die Frage, okay, wie ehrlich sind manche Anfragen und Aktionen so von Leuten? Ich habe erst gestern mich mit einer Frau unterhalten, die interviewt wurde vom Fernsehsender und dann von ihren Erfahrungen berichtet hat. Der Journalist fand super. Der Chefredakteur wollte das nicht senden. Weil sie hat halt von Erfahrungen berichtet, so, ja, Rassismus, keine Ahnung, hat sie beim Arzt erlebt, auf der Straße, beim Einkaufen im Supermarkt, so, und anscheinend war der Kommentar vom Chefredakteur, ja, nee, das können wir so nicht senden. Dafür hat sie ja gar keine Beweise.
Und das ist so frech, Mann. Das ist so frech. Einfach so, weißt du, also du... Zu irgendeiner Zeit hätte das Statement Sinn gemacht, als es noch eine journalistische Integrität gab, wo man alles beweisen musste. Heutzutage in der Clickbait-Ära ist das keine... Ja, aber alleine, also du gehst ja auf Leute zu und fragst sie nach ihren Erfahrungen. Ja. Das ist doch keine Gerichtsverhandlung. Nee. Also so, es geht darum so, dass schwarzen Menschen zugehört wird. Ja, dann stellst du ihnen Fragen, die erzählen dir. Und dann ist dir das dann aber doch irgendwie, zeichnet dir das jetzt aber schon zu negatives Bild von Deutschland. So, das möchtest du jetzt aber nicht so. Und das ist ja auch genauso diese Problematik, wo wir vorher waren mit so, solange es um die bösen Nazis geht, so, darauf kann man sich einigen. Nazi, ja, das will man ja hier nicht so. Aber, und das war ja auch voll lange der kleinste gemeinsame Nenner, so was so Hip-Hop angeht. Und sobald du dann aber so ein bisschen tiefer da reingehst, merkst du, wie Leute schon so komisch werden. So. Und das ist... auch vorher mit so einem, was meinst mit dem Zusammenschließen und so, alleine, wenn ich früher dran denke, wie wenig Schwarze ich auf der Straße gesehen habe, in der Stadt so. Hier in Berlin, ja. Bist du aufgewachsen. Man hat sich halt einfach gegrüßt, wenn man sich auf der Straße gesehen hat. Ja. Und ich hatte das mehr als einmal, dass mich so weiße Freunde, Freundinnen gefragt haben, so, ja, warum macht ihr das denn? Und kannst du den so? Und ist es nicht auch so ein bisschen... Weißt du, also versuchen mir schon so unterzuschieben, so dass so irgendwie, dass es so ein rassistischer Ansatz ist, so dass ich schwarze Leute grüße. Für mich war das so, ich habe meinen Struggle gesehen und wenn ich jemanden gesehen habe, der sozusagen auch im Feindgebiet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, war so, dann hat man sich halt einfach acknowledged. So. Ja, das ist eben echt schade, so, dass Leute diese ganzen Symboliken von schwarzer Unity bei Leuten so einen negativen Beigeschmack entwickeln, die nicht mit da in dieser Unity sein können. Weißt du? Also, weil es ist ein fundamentaler Unterschied, ob eine Unity aus einer Minderheit sich rausbildet, weil sie unterdrückt wurde und ein gemeinsames Leid hat, oder ob eine Unity sich aus einer Mehrheit rausentwickelt, um eine Minderheit zu unterdrücken oder systematisch unten zu halten. Und das finde ich auch interessant, wie mega unsensible Leute sind, weißt du? Und wie ich mich auch nicht erinnern kann, dass ich mich je aus irgendeiner Frauendebatte habe ausgeschlossen gefühlt, weil ich jetzt als Mann nicht mitreden kann, so, weil ich verstehe nicht, woher das Recht... Ich meine, wenn man jetzt Leute sein will, könnte man zum Beispiel sagen, das sind Momente, in denen diese Menschen das vielleicht das erste Mal in ihrem Leben das erfahren haben, so was so Daily Struggle ist für andere. So, dass du halt in dem Moment irgendwie so plötzlich das Gefühl hast, du gehörst aus irgendeinem Grund nicht dazu und du verstehst ihn nicht. Ja, nur, dass du das halt in einem kleinen Moment irgendwo in der Situation auf der Straße erfährst und nicht, wenn du morgens irgendwie rausgehst und dich fragen musst, wer hat jetzt gerade Bock, irgendwie mir eins reinzudrücken auf einem rassistischen Film. So. Ja, Bro, auf jeden Fall danke für die Statements zu dem Thema. Ich glaube, du bist auf jeden Fall einer der Leute, dem ich immer gerne zuhöre, der zum Beispiel auch in der Corona-Zeit eines der wenigen langen Statements so gemacht hat, ne, was so die Uninformiertheit von vielen Leuten anging, die da gerade irgendwelche wilden Theorien rausgehauen haben und so. Also ich finde, du bist auf jeden Fall so eine Voice of Reason irgendwie in unserer Szene und ich find's Hammer. Und bevor wir hier raus sind, würde ich dich gerne noch fragen, ob irgendein neuer Release in der Pipeline ist. 7 Jahre, Baby, was ist los? Ja, also es gibt so ein halb neues Release, was halt einfach, es wird nur ein digitales Spotify-Release, was so alte, unveröffentlichte Songs und auch Songs, die bis jetzt nicht auf Spotify waren, so zusammen rausgebracht werden. Eine EP oder Album? Ich will es gar nicht Album nennen, weil es ist halt so eine Compilation von Songs aus sehr unterschiedlicher Zeit, sehr unterschiedlicher Klangfarbe. Ja. Und und danach werden halt noch wieder ein paar Singles kommen so und ich arbeite schon darauf hin, dass dann auch wieder ein richtiges Album, richtiges Release rauskommt. So. Nice, es ist halt viel passiert in der Corona-Zeit sozusagen, was da auch mich ein bisschen zurückgeworfen hat. Ja, das Live-MC-Ding ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so ganz so leicht durchzuziehen. Nee, das ist ein Albtraum. Der Albtraum jedes Live-MCs. Ja. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das mich irgendwann trifft. So, weil ich war immer auf der Seite von so, okay,
du redest so mit Leuten, die halt nicht so auf diesem Live-Ding sind und genau. dann vielleicht auch noch einen beschissenen Deal haben, so nicht richtig Kohle machen mit ihrem Release so und denkst so, ja Mann, ich habe die richtige Entscheidung getroffen so und das ist das erste Mal, dass ich so gedacht habe, damn, du hättest diesen Album-Grind und diesen Spotify-Grind krass erfahren müssen. Ja, das ist echt schon so eine Konstante, die immer da ist, ne, egal wie sich alles entwickelt hat, irgendwie von, dann gab es die Jahre, wo irgendwie CDs, weißt du, das Ding waren, dann kamen irgendwie illegale Downloads, dann war so, ach, aber wenn man Limited Boxen macht, dann kann man noch, weißt du, Geld machen und dann kam Streaming und alles hat sich immer verändert, aber so die eine sichere Bank war immer Live-Rappen, so es ging immer und jetzt gerade geht's nicht, das ist crazy. Hast ein Streaming-Gig auch gemacht? So, hast du noch irgendwie so Lust, sowas mehr zu machen? Ich habe letzte Woche ein Autokino-Gig gemacht und danach war ich so, es war cool und ich freue mich, dass die Leute es genossen haben. Ja. Ich habe es dann auch für die Zeit genossen, aber war so, nee, ich muss das jetzt nicht nochmal machen. Ne? Also das könnte ich mir eher vorstellen als so Streaming-Gigs, weil da sind wenigstens noch Leute da. Im Auto. So, also ja, die sind halt im Auto, aber zumindest sind sie da. So. Also für mich ist das so super absurd. Ja. Ich bin eh nicht so der Kameratyp so. Ja. Wenn du dann einfach in irgendeine Kamera reinrappst. Ja. Es gibt mir einfach nicht so wirklich was. Ich meine, ich habe jetzt gestern, hatten wir ja so einen Stream, wo wir Spenden gesammelt haben auch so. Aber also das habe ich dann halt auch gemacht, weil es einmal um Spenden zu sammeln und auch, weil ich nicht so viele Songs spielen musste. Also das hat mir dann auch trotzdem Spaß gemacht. Es waren noch ein paar Leute auf dem Boot so und das hat es für mich ein bisschen cooler gemacht. Aber wäre das jetzt einfach nur so gewesen, ich bin da und die Kamera und dann das Team, was irgendwie aufnimmt, so. Ja, das ist schon echt zu wenig. Ich will es nicht ausschließen, wer weiß, wie lange dieser Kram jetzt noch weitergeht, aber Nee, wird schon jetzt. Wir hoffen mal, dass bald alles vorbei und man sieht sich wieder live auf Bühnen, auf jeden Fall. Ich freue mich auf deine nächsten Releases. Check diesen Mann aus, wie ist dein Instagram? @amivu. @amivu 777. 777, 777. Genau. Ich bin 77 geboren, du auch? 83, nein, nein. Hau rein, Bro, Mann. Ein offizieller Hochkulturkandidat. Amivu, checkt den Mann aus, seine Live-Shows, seine Releases, ein Katalog an unglaublich deeper Poesie. Und ey, jedes Mal gerne wieder, Mann. Danke für die Blumen. Peace out.